Moin Leute. Wieso geht er nicht einmal in die Zukunft und tötet dann alle Menschen in der Zukunft? Weiß nicht. Wir verstehen gerade nicht, warum der Endboss hier das in der Zeit zurückgereist ist, vorgereist ist, uns gegrabt hat und in die Zeit mit zurückgenommen hat. Wo geht's hier nochmal hoch? Ah, irgendwo anders hin. Lass mal zum... Ne, wir können es ja nur zum Hauptleuchtfeuer hier drinnen porten. Müssen wir hinlaufen, Alter. Falsche Richtung. Ist doch egal. Wir laufen einfach von hier jetzt hin. Nee, man, das dauert zu lang. Quatsch. Müssen die Gegner hauen durch. Aber wenn wir dann, wenn wir bei dem einen Ding ankommen... Dann gehen wir ans andere Leuchtfeuer. Ah, wieder unser anderes Schild. Ah, wir haben es noch nicht repariert. Dem sind wir auf den Kopf gesprungen. Ein bisschen, ja. Wollen wir diesmal nach rechts gehen? Hä? Hier meinst du? Jo. Ja, können wir auch mal machen. Können wir da hinten noch? Können wir da hin? Wie viele das sind, Mann? Das fühlt sich durch. Kann man sogar machen. Ah, jetzt sind wir hier. Wir sind tot. Ey, diese scheiß Magierschlampe ist auch voll OP, Alter. Wir sind nicht voll auf Anti-Magie. Hm. Oder sind wir? Ein bisschen. Nicht voll. Nur ein bisschen. Aber wir haben keine Seelen, um den Scheiß abzugraden. Naja, zu reparieren meine ich. Egal. Wir können Seelen abbauen. Ich weiß, wie wir da lang kommen. Wie? Weil der andere Weg war schneller, den wir das letzte Mal gegangen sind. Also ne, der wäre jetzt schneller, aber wegen der Tussi da halt nicht. Oder dem Typen, was auch immer das ist. Finger. Kopf gespalten. Aber wie cool wäre das, wenn Dark Souls mehr Gore hätte, Alter. Wenn Dark Souls so ein Gore-Fest wäre. Stell dir mal vor, du rammst, anstatt, wenn du den, so einen Finisher mit einer Axt machst, mit so einer großen, schlägst du dem einfach so den Kopf ab, oder mit dem Hammer, mit dem Kriegshammer. Ich will ihm einfach so den Kopf zerstampfen. Wilma ficken. Was? Wenn ich mit nach einem Ficken heißen würde, würde ich meine Tochter Wilma nennen. Droppt eh nix, die droppen eh nie, was ist denn Kacke? Guck, jetzt sind wir wieder hier. Wollen wir, gehen erstmal hoch zum Leuchtfeuer, ne? Ja. Arschloch. Halt nur einen von denen töten, ne? Muss ja. Zschüpp. Der Helm ist so strange, Mann. Ist aber der Kopf von so einem Vieh, Mann. Mann. Ist das ein Kopf von einem Vieh? Ja. Lass mal kurz mit dem Typen hier vorne reden. Warte, der hat was. Vielleicht hat er irgendwas zu sagen, weil wir Artorias und den Drachen getötet haben. Wenn nicht, vielleicht können wir ihn ja töten. Oh, still alive, are you? Think of anything that you might need? Hm, so ein Händler. Ja, kann er was Neues dazu. Nee, oder nicht? Nee, oder nicht. Wichse. Scharfschützenbolzen. Bolzen. Du benutzt schon Bolzen. Did you really slay Knight Artorias? I'd heard the Abyss found him first, but even still, that's absolutely treacherous. Yes, magnificently so. Believe it or not, Ulysseel has brought the Abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? But to you and I, it's all ancient history. You have to ask yourself, does it really matter? Ich mag die haben, die haben da so reinge... Die haben den Boden gegraben. Ja, ich stell dir vor, das sind nur Löcher. Ja. Hm. Jetzt meine ich nicht. I've little to talk about, really. Oh, you know me. What do I know? Diese ganzen Höhlensysteme so da, mit den ganzen, hier mit den ganzen Lifts und so, die haben in den Boden reingegraben nach irgendwas. Der nach... Wegen der, wegen dieser Schlange da. Nach Menschen, was für eine Schlange? Ja, eine von diesen Schlangen. Es gibt ja zwei Urschlangen. Es gibt einmal die unten im Abgrund. Hat die Schlange gesagt, die sollen buddeln? Ja, hat er doch gesagt.
Serpent. Die heißen ja Serpent. Primordial Serpent oder ja. Internet. Es gibt den Primordial Serpent. Ne, es sind ja beides. Primordial heißt ja alt oder so, uralt. Alt. Alt, ne? Reparieren, ein Schild. Muss. Achso, ist bei Waffen. Shit. Wir müssen einen so ein Viech töten, damit wir es machen können. Wer mag dich eigentlich, ha? Huh? Nicht mal deine Mutti mag dich. Ach. Deine Mama mag dich. Ein Gesicht, das nicht mal eine Mutter lieben kann. So, nicht upgraden. Ich dachte gerade so, warum ist das so bei Madoka so? Einfach, weil halt. Wie die Seelen haben. Rich Bitch. Okay, keine Lust mehr. Macht keinen Spaß. wollt man irgendwas machen, was Besonderes? Nee, ne? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, unsere Rüstung ein bisschen ändern. Gucken, was mehr Magicka Resistenz hat. Nee, gegen den brauchen wir physische Defensive. Hat er nicht diese Magi da? Ja, der haut uns doch alles mit Magi ins Gesicht, oder? Ach, der hat uns doch geboxt. Stimmt. Es gibt nichts, was man nicht fulltanken kann. Ist echt so. Obwohl... du kannst Havel nicht fulltanken. Weil Havel dich fulltankt. Eben. Wollen wir eine dicke Waffe nehmen? Nee, ne? Das ist am besten. Eine der dicksten Waffen im Spiel, ja, ist wahrscheinlich besser, so wenn wir die nehmen. Das müssen wir, wenn wir zwei Schilden nehmen wollen. Aber echt, das ist der komische. Ja, in der Runde machen wir es jetzt nicht mehr, oder? Wie lange ist die... Nee, die Folge haben wir gerade erst angefangen. Ja, was sollen wir denn sonst machen? Wir haben ja sonst nichts mehr zu tun. Ich rede von dem Helm. Achso, den brauchen wir doch, um den Weg zu finden. Wir können weiter gucken und so. You know what I mean? Na, wir könnten auch... Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Nicht, ne? Können nämlich die Laterne nehmen. Müssen wir jetzt eigentlich gegen nicht Viecher kämpfen, wo wir blocken müssen. Die können wir eh nicht blocken. Der Kopf eines Bewohners von Olasil, dessen Mächtigkeit verrückt spielte, als ihm die Finsternis von Manus, dem Vater des Abgrundes, umfing. Der aufgeblähte Kopf ist rissig und zwischen den Rissen befinden sich unzählige kleine rote Augäpfel. Mit seinen harten Schädel und dem matschigen weichen Inneren würde ihnen niemand bei gesundem Verstand aufsetzen. Was jetzt? Wieso nicht bei gesundem Verstand? Achso. Das ist eh der coolste Helm. Coolste Helm? Was macht der Helm eigentlich? Nichts. Das ist einfach nur ein Helm. Ein Helm mit. So. Geben habe ich hier. Einfach besser, Alter. Einfach der beste Mann. Kack. Ich mag die Laterne. Leuchtet die echt? Mhm. Wo ist sie hin? Da. Oh, die leben ja. Ah, wir müssen wieder bei grün abbiegen und... nee, war gelb. Alter! Ich bin so penetrant, Mann. Dass sie fallen können, ist ein Wunder. Ja, ne? Dass sie eine Bitch ist, ist noch schlimmer. Potze. Nicht mal ein Schuss, Schlampe. Ah, wir haben eh nichts Gutes dabei gehabt, oder? Nee. Nö. Scheiß drauf. Möglichkeit oder sowas. Nö, nicht mal. Und da haben wir was. Und da haben wir genug. Hatten wir gar nicht. Haben wir nicht? Nee. Das ist ja auch egal. Okay, einfach hier runterdroppen, ne? Alter! Tschüss! Nein! Die machen zu viel Schaden. Ist echt so, weil wir in die reingefallen sind. Wir dürfen nicht in die reinfallen. Schnell in die vorbeilaufen. Runterspringen. Ja. Oder ich muss mit Anlauf runterspringen.
Ist ja ätzend, Alter. Die sind brutal. Die sind richtig brutal. Was steht da eigentlich? Geist der Finsternis? Was labert der? Du kannst von einer Seite da nicht rein. Das ist ein bisschen dumm hier. Vielleicht wenn man in so ein Loch fällt. Glaube ich nicht. Stirbt man glaube ich eher. Vielleicht kann man hier vorher schon rein, wir haben es einfach noch nicht gerafft. Ein Glück, Mann. Ja. Heute noch. Alter. Ich wette mit dir, wenn du runterspringst, dann würde ich das Ding killen. Also, Patz! Tot. Die Beine. Ich habe das Gefühl. Dass das hier echt anstrengend wird. Ja. Yep. Der fällt jetzt da runter. Ist irgendwie schon ein bisschen behindert. Menschlichkeit. Hey. Schon 20 Seelen wieder zurück. Fett. Yay. Fett, 20 Seelen. Davon kann ich mir fast ein Wurfmesser kaufen. Bitch. Bist du überhaupt eine Bitch ist? Vielleicht ist einfach ein Kerl mit Rock. Kann auch sein, ja. Vielleicht ist es ein Schotte. Ein Schotte. Scheiße. Keine Schotten. Ich aber das macht niemals einen Schotten wütend. Irren. Irren. Ja. Schade. Die sind auch irre. Ja. Was soll man denn da machen? Das ist nicht tief. Grabt er uns jetzt wieder, was meinst du? Nee. Da kommen wir gleich die ganze Sippe. Und nicht mit euch, ne? Ja, du krabbelst uns wieder, ist gut. Ah! Hast du es geskippt? Ja. Komm schon. Hoffentlich hat er keine Grab-Attack, Mann. Scheiß Affe, ey. Das ist halt echt so ein Affe, Mann. Ich würde gern mehr zu dem wissen. Wir lesen dann mal seine Seele. Uns durch. Wenn er eine droppt. Ja, das ist ein Boss. Jeder Boss lässt eine Seele droppen. Hast du gehofft, dass er seinen Schwanz fallen lässt? Ja. Ich hoffe, macht. Ja. Das wäre bei ihm möglich. Oh, ich habe Blocken vergessen. Jo. Das hat echt so eine Affenhand. Aua. Das hat echt ein Affe. Aua. Ich verstehe gar nicht bei ihm, wann wir uns heilen können. Jetzt. Ah, okay. Wird ein bisschen wütender, oder? Aua. Ist es eine Axt? Ja, wirkt so. Das ist so ein Affe, Mann! Ein Glück, dass eine Barriere ist, Mann. Unfair wäre das? Scheiß Affe! Der einfach Akkros, was für Akkros hat man? Ja, ich wäre auch glaube ich auch ziemlich abgefuckt, wenn ich ganz allein hier unten wäre in so einer dunklen Grube. Aber ohne da würde ich nicht zum Affen werden. Wer weiß? Da würde ich irgendeinen komischen Fetisch. Alter! Ich will gar nicht wissen, wie der diese Hand gekriegt hat, Mann! Ja, der weißt du, in der Bibel steht doch, wenn du dich selbst anfasst, dann wächst dir Haare auf der Hand. Dämon. Dämon. Das Lustige ist, das steht ja nirgends in der Bibel, ne?
Echt? Nö, steht nirgends in der Bibel, dass du nicht an dir rumspielen darfst. Das heißt, nur treibe keine Unzucht und niemand sagt, was Unzucht ist. Vielleicht heißt es ja, fick nicht mit Tieren. Fick nicht mit Affen. Sonst kommt das da raus. Oh nein. Oh, ich dachte, es wäre jetzt irgendwie schlimmer. Ja, vielleicht hätte ich nicht richtig gedacht. Vielleicht hätte ich einfach nicht getroffen. So wie Gandalf jetzt am Feuerwerk. Ja. Aber ey, wir tanken den jetzt halt echt weg, Mann. Aua, so will dazu. Hat er dich gegrabt? Ja. Der ist ja nicht so stark, der Grab. Nö, ist auch nicht. Er hat halt so eine seltene Chance, dass er halt dann einfach direkt weiter angreift. Der Angriff ist schon eher stark. Ich will mich ganz gerne heilen, Alter. Hm. Dieser Affe, Mann! Aber ein Glück sind wir nicht mit 5, sondern mit 12 Estus hin. Ja. Dankeschön. War das jetzt so schwer? Wir haben gleich die Hand des Todes gefickt. Ist echt so. Das ist die Meisterhand. Ja, Mann. Die fucking Meisterhand. Wo sind wir denn hier? Bei Super Smash Bros. Meal? Scheint so. Mann, dieser Affe, Mann. What the fuck? Was hat der für komische Angriffe manchmal, Mann? Ja, dieser... Oh Gott. Na, zum Glück kein Grab Attack. Ein Uppercut. Echt so. Alter. Ist gut, Willi, du kannst mich da nicht runterschubsen. Diese Augen. Ja, tick doch die Hände. Er macht die ganze Zeit gar nichts, weißt du? Da haben wir ihn fast tot und dann haut er so einen Insta-Kill raus. Das ist kacke. So was mag ich nicht. Wenn die Bosse so am letzten Moment, ne, wo sie mir, ja, jetzt soll ich mal langsam ernst machen, dann ficken die ihn. Das ist so kacke, Mann. Och, Paprika-Chips, Mann. Alter, kannst du mal eine Flasche Wasser aus dem Keller holen? Wir haben hier oben keine mehr. Ich verrecke hier sonst. Ich renne schnell zum Boss, okay? Wir müssen die Folge am Laufen erhalten. Aus dem Keller? Ja, du kannst ja auch irgendwas anderes zu trinken holen. Hier? Nee, aus dem Keller. Das ist ja ganz weit weg. Hier, take this. It will help you. Die Schlappen. Stehen die da? Ja, ja. Okay. Da wollte ich mal stehen. Bis gleich. Gut, beeil dich. Okay, so lange brauche ich gar nicht bis unten, aber egal. Okay. Ja, Leute, wir gehen jetzt nochmal nach da unten. Die lass er schon mal angreifen. Ein bisschen plätten. Ja, ja, ich gebe dem schon mal ein bisschen. Ja, wir gehen jetzt wieder runter von dem Scheißding. Und versuchen das mal zu klatschen. Wird ja alles nichts, ey. Alter, scheiß Hurensohn, Mann. Einfach im letzten Schlag, Mann. Der Olle... Hä, wo war das denn jetzt? Ich stand wirklich... ich kann's dir gleich zeigen, wo ich stand. Und danach hat okay. Den Kopf so lange auf den Tisch. Dass der nur blutiger Brei ist. Okay, ja, mal gucken. Ja, nee, Tira ist jetzt doch nicht weg. Stand da doch nur eine Wasserflasche direkt vor meinem Zimmer irgendwo. Du bist auch ein geistiger Durchfall. Ein bisschen. Ich hätte deinen Vater die Flaschen noch geswitcht. Kann sein. Aber da war, glaube ich, die letzte volle. Oh ja. Menschlichkeit, haben wir ja lange nicht mehr gesehen, ne? Menschlichkeit. Doppelte Menschlichkeit. Ja, diesen Wichser, im wahrsten Sinne des Wortes. Ey, der mit seiner... Oh, ich will gar nicht wissen, wie es heißt, Mann. Quattro Fisto Faust, Alter. Quattro, der ist die Fist of Victory. Was? Wie was? Die Fist of Victory. Okay. Wo ist das? 20 cm Länge und 29 cm Durchmesser. Ach, war das... Na, ach, ei, ei. Bleib mir bloß weg mit dem Scheiß. Ei, 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 ei. Ganz genau. Irgendwann. Du solltest Turmspringer werden, Mann. Irgendwann fällst du mal auf so einen Stachel, ne? Dann bin ich tot. Und dann spürst du mal 25 cm Länge und 19 cm Durchmesser. Ich glaube auch. Dann spürst du mal im eigenen Arschloch. Guck hier, Leute, die Katze, die böse Katze, die ich übersprungen hab. Die nimmt sich aus, um schnell noch einen Schluck zu trinken. Die kennen die doch schon. Das ist eine Ausbildung, mal zu trinken. Vielleicht hat in der letzten Folge ja niemand aufgepasst. Vielleicht hatten die alle keine Lust mehr, weil ich gehustet hab.
So, du Quattro Fisto Copter, du. Quattro, der Fisto Copter. Neue Chance, deinen Schwanz abzuhacken. Wollen wir gucken, ob Feuer auf ihn effektiv ist? Nee. Das war ein guter Hit. Das hat, der geboxt. Hätte ich niedergeboxt. Wir wissen immer noch nicht, wie wir bei dem gescheit heilen, ne? So? Dieser Affe, Mann. Vielleicht tanzt er wieder. Hat wieder seine Akkus, Mann. Perfekter Zeitpunkt zum Heilen, Alter. Während der Schaden austeilt. Yo. Ich kenne jetzt dein Moveset, also. Nicht in- und auswendig, aber... Der kann seinen Arm extenden. Ja, Alter, der benutzt Extensions, Mann. Der ist eine Extension, Mann. Aua. Dass ich wieder rausschmeißt, anstatt in der Hand zu zerdrücken. Das haben wir ja gerade einfach eingesteckt mit unserem Schild oben. Ja. Das. Aber ohne Schild oben nicht. Shit, Alter. Da müsst ihr... Tschüss. Alter! Den geht's auch nicht mehr gut, ne? Dem Affen. Ne, der wird aggro, Mann. Irgendwie kann man den Schwanz echt nicht abpacken. Finde ich doof. Das ist halt echt nicht geil, ne? Das war knapp, ne? Scheiß Affen. Wir kommen aus dem Affenwunderland. Aua. Ah, 4 Hits noch. 3. Ah, vielleicht auch 4. Nicht greedy werden. Einen noch, komm, auf greedy! Bitch, please! 3 Stück! Wie es prophezeit hat. So, stimmt, genug ja. Gefistet, Wichser. Das ist Dusk. Seele des Manus. Ich sag doch, wir kriegen seine Seele. Ja, das Leuchtfeuer. Die stimmt ja wie eine Schlampe. Ich glaube, die hat... Aua, soll ich dir ein Pflaster geben? Ich glaube, die hat ihre Tage. Loot! 6.000, 60.000! Weißt du, hier unten gibt es irgendwo noch Loot? Sieht nicht so aus, ne? Da war Leuchtfeuer. Ja, ich weiß doch. Ach nee, hier muss ja Leuchtfeuer sein. Jetzt kommen wir nicht mehr raus. Hä, wie groß ist denn der Ort hier, Alter? Ist einfach rund hier unten, Mann. Irgendwas muss er ja mal machen mit seiner riesigen Hand, ne? Ein Kreis bauen, oder was? Ein Kreis wichsen. Oh, das erklärt, warum der Boden so komisch aussieht. Was? Das ist die ganze Samenbank hier unten. Ey, wir können ja unter den Rock gucken. Ah ne, wir werden nur Beine sehen. Nur Kniekehlen. Uninteressant. Ich bin schon wieder hier, Bitch. Jetzt hör mal auf, hier rumzustöhnen und steh mal auf. Da hat er dich gefistet. Die pennt. Seine... Die pennt nicht. Nein, ich box sie nicht. Wir retten ihn, um mir am Ende selbst zu killen. Wir haben den Quattro Fister nicht bekommen, wir können sie nicht töten. Seele des Magnus wollten wir lesen. Der PA tut ganz schön weh. Die Seele von Manus, dem Vater des Abgrunds. Diese außergewöhnliche Seele ist eine Ansammlung reiner Menschlichkeit. Der alte Manus war einst ein Mensch, bis er seine Menschlichkeit verlor und zum Vater des Abgrunds wurde. Ach, dennoch suchte er eher ewig nach seinem zerstörten Anhänger. Es gibt einen Anhänger? Hm? Haben wir einen? Nö. Anhänger des Manus? Komm! Hör mal nicht so vielleicht rum. Vielleicht ist die ein Anhänger. Vielleicht hat die am Hals getragen. Jesus. Teleportieren? Gleich. Erstmal ein bisschen rumhusten. Behindert oder? Ja, Mann, richtig. Bist du ein Arzt? Nee, du. Ich habe mich nur verschluckt beim Trinken.
Noch zu geizig. Ja, beim letzten Schluck, so der Geizschluck. So, hey, natürlich! Ganz genau. Und der hat ihn nicht getroffen. Nee, Mann, der wollte mich dann umbringen. Funke Titanite. Okay. Teleportatieren, Feuerbahnschrei, nee, Kammer der Prinzessin, Wintermond, der Abgrund. Nee, sind wir ja gerade. Altar des Grabesfürsten, Steindrache, Mausoleumsgarten. Ja. Bist du eigentlich irgendwie querschnittsgelähmt? Lässt einen den Scheiß hier droppen. Dass ich meine Hände bewegen kann. Ah, oh, okay. Oh, wir haben gar keine Facecam. Ich kann es gar nicht beweisen. Ah, das hier. Ja. Lass einfach nochmal durchlaufen. Ja, wir können jetzt durch Raum und Zeit teleportieren. Schon cool, ne? Oder wenn wir jetzt in die... Eigentlich ja nicht... Der lebt... Ach. haben wir jetzt, kein haben jetzt nicht gesehen, oder? Nein, da ist nichts. Aber wir können an den vorbeilaufen. Nein, ich will nicht. Teleportieren. Was droppen die eigentlich? Olasil Mausoleum. Vielleicht ist statt von Olasil, wir können es da überall rum teleportieren, Alter. Wir können es überall hin teleportieren. Herr der Negerritter. Ah, der Pilz. Wir müssen wieder mit Madame Pilz reden. Ja, sowieso. Wo ist das eigentlich jetzt hin? Wo? Die sitzt doch jetzt nicht immer noch da unten und heult, oder? I have awaited thee. Thou hast rescued Princess Dusk and rid us of that terrible primeval human. Even halting the spread of the abyss. I salute the grandeur of thine enterprise. Please allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Toll. Der will Der will mehr. Dir den Körper verkauft. Schlampe. I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way. For thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises. But yet thy greatness shall live on, for it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Bist scheiße. May the ich will Fame werden, Mann. Vergammelt der Pilz sich irgendwann? Ja, nee, der Pilz ist ein Prozess der Vergammelung, die ist schon längst vergammelt. Schlampe. Achso, lass jetzt mal versuchen, diese Viecher, die Doppelten zu besiegen, oder? Die Doppelten. Die tanken die einfach weg, oder? Ein bisschen fisten. Ja, die tanken wir weg, würde ich sagen. Oder die tanken uns. Links, rechts, oben, unten tot sind sie. Vielleicht können wir mit denen reden. Wieso habt ihr euch jetzt umgedreht? Ach ja. Oh, die tanken wir. Gatlin-Löwen, Mann. Bogen? Nee, eher nicht. Ihr fliegenden Affen. Glück, dass es keine fliegenden Affen sind, Mann. Ja. Stell dir mal vor, die hätten wieder so Fisterhände. Das war aber auf die Schnauze, ne? Ja. Hat er was gedroppt? Nee. Ich hab beim letzten Mal was gedroppt, ne? Ja, das ist eine Seele. Wächterseele, ne? Mhm. Kann man die nicht fahren. Der tritt aus hin. Das ist ein Alter, das ist hinten ein Pferd, Mann. Das ist ein Pferdelöwenziegen-Skorpion. Wie der entstanden ist, will ich auch gar nicht wissen, ne? Doppeltaube und Stachelbeere. Ja, so schwer ist der gar nicht, Mann. Ja, jetzt wo er gepatcht wurde. Ist ja richtig läppisch. Weißt du, wenn wir so hier ist dann das Grab von Artorius, ne? Ja, fett. Hier ist auch der Wolf. Ja. Ja, lass mal wieder zurück in die normale Zeit gehen, oder? Oder lass mal gucken, vielleicht lass mal mit dem Schmied reden, Schmied. Mit Hawkeye? Ja. Der hat eh nichts für uns, Mann. Ja, aber vielleicht... Einfach mal babbeln. Stadt, Dungeon von Orasil. Geil. Stadt Orasil.
Vielleicht mal der... Oh, du hast es aufgehalten. Du bist cool, ich mag dich. Hau ab. Ja, yeah. Kannst du mal lutschen. So gehen wir jetzt im PvP. Aus. Die lachen uns aus, ne? Ist echt so. Und im Backstab wie sie. Oder sind sie tot, für immer. Von vorne. Yeah. Kann die barfuß mit so untoten Stümmeln so viel Lärm machen beim Auftreten? Knochen? Auf Boden? Ist laut, ja. Ich meine, die läuft auch nur auf ihren Fußgelenken, Mann. Ist echt so. Dein Bogen ist größer als meiner, Arschloch. Da kommst du again, Legend of Humans. It is always an honor to speak with thee. I suspect thou hast taken a gander at it, but the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Ulysseal. It seems that this dire fate is unavoidable, but seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Wo ist diese scheiß Katze hin? Wo ist die hin, Mann? Keine Ahnung, wie ist das aus der Zukunft oder so? Farewell, proud Hypni. Wo könnte die sein? Geh mal, waren wir schon im Grab? Was? Da Dingsens. Vielleicht ist da passiert was Neues. Wo, hier in der Mitte oder was? Yo. Ich denke mal nicht. Ich frage mich, wie man Artorias Schwert und Rüstung bekommt. Kann man die bekommen? Ja. Wie man posieren sieht. Ich glaube es. Vielleicht müssen wir einen Pferdeschwanz abschlagen. Vielleicht kann man die auch kaufen bei dem Typen unter der Brücke, der alles verkauft. Der verkauft aber alles. Ist echt so. Ist nichts mehr, ne? Oder wir müssen zu Artorias Grab gehen. Jetzt? Ja, zum Beispiel. Was, das haben die nachdem du das hier gefinisht hast, eingefügt? Ja, wahrscheinlich. Kann man sein. Lass mal machen. Lass den mal töten, oder? Echt? Ja, der bringt uns eh nichts mehr in der anderen Welt. Der kommt ja nicht mit rüber. Oh, for Juniper's sake, put some spring into your step. Babbel mal mit dem. I've little to talk about, really. Oh. Das ist ein Doktor. Warum? Weil der Doktortasche hat. Der so long. Töten wir ihn? Ich würde ja sagen. Den one-hitten wir doch. Sicherheitshalber. Oh, it's come to blows, has it? Alter, was hat er da? Die Scharfschützenarmbrust. I've had enough of you anyway. Ja, die Scharfschützenarmbrust, Mann. You win, please. Oh, please. Have mercy. Cool. Cheater. Was, Cheater? Oh, der ist Cheater. Zieh die Rüstung mal an. Hä, wo hat er jetzt seine Armbrust gedroppt? Ich glaub nicht, ne? Nee. Wo ist denn seine Shitty-Rüstung? Lachende Maske oder irgend sowas. Da. Da an der Hut. Chester. 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 Anfangs fand ich ihn cool, aber am Schluss war der irgendwie doof. Chesters Handschuhe, da waren sie doch schon. Echt? Da. Oder zum Schluss war der irgendwie doof. Ich fand den cool. Aber der kommt noch viel weiter. Hm? Der kommt nicht aus unserer Zeit. Nee, der kommt aus der Zukunft, Mann. Der kommt aus dem Industriezeitalter von Dark Souls. Bestimmt, Alter. Der kommt bestimmt aus Bloodborne. Nee, Bloodborne hat ja nichts zu tun mit Dings. Mit Dark Souls-Universum. Nee, eher mit Demon's Souls. Hat Demon's Souls nicht was mit Dark Souls zu tun? Nee. Gar nicht. Nee, wahrscheinlich... Nee. Der gehört zu den... Der gehört zu so einem anderen Königreich. Die haben Dings. Der kommt nicht aus derselben Zeit, wo wir herkommen.
Ja, nicht direkt, aber. Nee. Der kommt sogar. Nee, der kommt sogar noch mehr aus der Vergangenheit. Der kommt. Oh, der ist vor uns. Echt? Ja, ja. Die Charge zu Armbrüste gibt es nämlich danach. Vor uns schon. Die haben nur irgendwelche seltenen Typen halt. Die gibt's hier irgendwie nicht. Alter, das Kampf ist. Warte, wir müssen zum Dingsbums. Gemeinde der Untoten. Der ist. Was, ja, irgendwelche Viecher haben die, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Gibt so eine Gruppe auch von Leuten hier. Eigentlich dürfen wir jetzt nicht durch die Zeit teleportieren, sondern eigentlich müssten wir in derselben Zeit einfach nur an den Ort da teleportieren. Das wäre cool. Ich würde gerne wissen, wie es hier alles aussieht damals. Belebt? Ja. Ey, ich würde die jetzt dies für Dark Souls kaufen, Alter. Ich wenn auch. Noch welche rauskommen würden. Gucken, ob wir irgendwas für den Schmied tun können. Hi Schmied. That's an odd ember you have there. Ah, I know what you were thinking. I'm. Oi, where are you off to? Aber die Untotenstadt hier gab's damals einfach noch nicht, ne? Vielleicht wird die von Untoten gebaut. Deshalb heißt sie auch Stadt der Untoten. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Das glaube ich nicht. Das sind halt neue Untote, die untot sind. Das war einfach eine Stadt. Die hat ja noch zu Dings gehört, zu, oh Mann. Kann man sich daraus befreien? Mit ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, welche Knöpfe drücken muss, aber irgendwelche Knöpfe, wenn man die drückt, dann kommt man da schneller raus. Boxen? Nee, Boxen war es nicht. Wenn jetzt die Sippe da hinten wieder lebt, ne? Hm? Welche Sippe meinst du? Welche Sippe kann ich wohl meinen? Pflanzenvolk. Nee, nicht die. Meinst du die ganzen Dings? Ja. Ey, wir müssen eigentlich mal mit Dings reden, mit Adriana oder wie heißt die Katze halt. Oder? Was wollen wir von der? Ja, die haben wir doch gesehen da. Können wir fragen, ey Alter, du kannst durch die Zeit reisen? Cool. Oder vielleicht war die da schon am Leben. Ja, oder hey, du bist ja uralt, Schlampe. Geht ja auch immer, ne? Guck mal, da unten war einfach Urasyl irgendwo. Krass, oder? Hätte ich nie gedacht. Muss ja, einfach weg. Gedacht. Alter, vielleicht muss das Leuchtfeuer hier. Hä? In der Vergangenheit. Das hier. Da standen wir doch schon. Oder? Nee, hier waren wir nicht. Das hier gab's ja noch nicht. Wir standen aber hier unten schon. Wo du gedacht hast, dass hier irgendwo, dass der Stein da eine Tür wäre. Erinnerst du dich? Fett. Ja, hier hat sich nur ein bisschen was geändert. Nixus Minimax. Was ist da hinten, Alter, für ein Licht? So eine scheiß Pflanze, ne? Rennen wir? Ja, ich will die gerne alle töten. Ups. Für die Seelen, ne, damit wir dann bald die geilen Waffen benutzen können. Welche meinst du? Achso, ja. Ja, ja. Lass mal. Achso, die können wir noch nicht benutzen. Aber lass mal kritten, Alter. Kleriker. Ist ja nicht der Kleriker. Okay. Oh, ich freue mich so, wenn wir die usen können, Alter. Was hat hohen Crit hier die hier? Stimmt, so den stärksten Crit hat die Geisterklinge. Echt? Hat die immer noch? Ja. Weil das Banditenmesser noch nicht upgradet hat. Das kommt irgendwie voll cool mit der Rüstung, oder? Jo. Bandit, komm her. Da ist er ja. Ah, der hat wieder seine Bugs. Die hat er schon immer, Alter. Ich hätte ihn gebackstabbt. Nö, ich will ihn parieren. Parieren ist viel cooler. Stinkender Bandit.
Wenn die mal was droppen würden, wäre das cool. Guck mal, das hier ist Magie, Bitch. Okay, keine Magie, aber das ist cooler als scheiß Kleriker-Wichs. Ja, komm, heil dich doch. Das ist jetzt ein doofer Kampf. Nein. Er heilt sein Compadre, Mann. Das hasse ich ja so. So, ja, hättest du mal lieber heilen sollen, ne? Statt hier so Faxen zu machen. Auf, komm her, lass dich jetzt töten, du Sack. Komm schon. Du stinkender Lurch, du. Ja. Oh, der boxt sich aber auch schwer. Ja, weil wir den seine scheiß Angriffsmuster nicht kennen. Ich kann... Ey, der greift... Was ist denn das für ein Angriff? Der ist ja sau scheiße. Ist so langsam. Ist so ungewohnt. Normalerweise sind die Angriffe viel schneller. Ist der Wichser wieder da? Wie hieß der nochmal? Nee. Du meinst Shiba. Shiba. Ich habe auch schon geguckt, ob der unten ist, im Sumpf. Ist er nicht, ne? Nee. Wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Wo hat er sich denn das letzte Mal ins Leuchtfeuer gesetzt? Kein Plan, Mann. Das war aber auch nur gerade so pariert, ne? Ey, das scheiß Licht dahin, ist das echt so eine scheiß Pflanze? Ja, das ist eine Pflanze, Mann. Das leuchtet gelblich, ist eine Pflanze. Was weißt du? Das ist eine Pflanze, das ist gelb. Wenn es gelb ist, ist es eine Pflanze. Jetzt geh da hin und bammel mit der Katz. Und für alle die scheiß Wächter von der Katz getötet, Mann. Ist sie noch da? Nicht mehr da. Wo ist die hin, Alter? Vielleicht mag sie uns nicht. Ah, deswegen hat sie unsere Ausdauer nicht regeneriert. Dumme Katze. Was bringt der Ring? Damit wir von der beschwört werden können. Bringt uns also gar nichts. Beste Balance. Holzring. Warum nicht, ne? Haben Salto gemacht, Mann. Jetzt gehen wir zum Syphilis. Ja. Mal gucken, ob da irgendwas Neues ist. Wer fährt, ne? Ich weiß nicht, ob das nur ein Mythos ist. Oder ob das wirklich geht, dass wenn man zuerst Artorias tötet und dann zu Sif geht, dass Sif dann einen nicht unbedingt umbringen will, sondern dass man dann dem Covenant von Artorias beitreten kann. Das glaube ich nicht. Oder Sif töten muss. Nein. Sif musst du nicht töten. Doch, oder? Für den Abgrund schreiten Ring. Stimmt. Schade. Ich mag Sif. Wie sich einfach. Hier sind einfach die Berge rundherum weg, Mann. Schon krass, ne? Ja? Die Berge hier rundherum sind weg, weil als wir ja da waren, ja, ja. Waren hier Berge. Ist echt nichts, Mann. Sau der Scheiß. Warum? Warum haben wir nicht den Schwanz von dem scheiß Wichser abgeboxt? Achtung vor die Riesen. Achso, ja. Wo du hinkommst. Ach, vielleicht ist da hinter Wasser. Hinter Wasserfall, da sind. Sehr da ist nichts, Alter. Sieht sah so aus. Wie soll man noch. Können wir da durchkriechen? Nein, hier gibt's keine Geheimnisse, Mann. Ach, fuck, warum ist es denn schon vorbei, Mann? Jetzt müssen wir noch den Wichser von. Wir haben echt nichts mehr zu tun, ne? Das Schwanz ist töten, Mann. Auf den habe ich gar keinen Bock, weil da so ein Schwanz blutscher ist. Ja, Leute, wir machen die Folge jetzt mal hier zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.